Hey Freunde, was geht ab und willkommen zum neuen Video. In diesem Video geht es darum, was so alles 2017 und welche Änderungen und was wir so 2016 erlebt haben. Dieses ganze Zeug, wisst ihr. Aber davor möchte ich gerne das Gewinnspiel auflösen, was ich ja leider am 31.12. nicht getan habe, aber es jetzt tun werde. So, der dritte Platz, also dieser Amiibo, Dakantu Amiibo, gewinnt. Fabio, du hast den Dakantu Amiibo gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dir. Schreib mir doch bitte das dann unter die Kommentare mit deiner Adresse und dies und das oder private Nachricht. Private Nachricht in YouTube. So, und der zweite Gewinner für das Spiel Animal Crossing Amiibo Festival ist... Ja, also ich nicht. Weiter. Auch nicht. Schnell weiter. Den hat man. Hat man. Fabio hat man schon. Seht nicht. Der hier. Takan Battle. Du hast Animal Crossing Amiibo Festival gewonnen. Wie auch für dich gilt es. Private Nachricht, Adresse und so weiter und so fort. So, und wer gewinnt das Star Fox Zero Spiel? Kidsman 1. Du gewinnst das Star Fox Zero Spiel. Ja. Er wollte es auch und er hat es auch bekommen. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, wie auch für dich gilt. Unter den Kommentaren schreiben, bla 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 bla. Und dann wünsche ich dir auch viel Spaß mit diesem Spiel. So, also ich hoffe, dass die sich noch einmal melden. Wenn nicht, wenn ihr euch nicht innerhalb von, sagen wir, 2 Tagen meldet, wird auch ein neuer Gewinner vermittelt und dann... Na, wisst ihr, wird neu verlost. So, das vom Gewinnspiel. So, jetzt kommen wir zu den Plänen für 2017. Da ja das New Super Mario Bros. U Projekt immer noch 2017 reinlaufen wird, schätze ich mal, dass wir das im Januar abschließen können. Höchstwahrscheinlich, wenn alles gut läuft und ich nicht so scheiße bin. Aber ich denke mal, dass es klappen wird. Nach New Super Mario Bros. U habe ich sogar noch ein Projekt geplant, und zwar ist es das gute alte Betrugsspiel Mario Party 10. Ja, Mario Party 10 wird Let's Played. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Es wird richtig geil, dieser Betrug, und darauf freue ich mich schon unglaublich. Oh, und dann noch Amiibo Party. Oh, geil. Das wird geil. Darauf könnt ihr euch bestimmt schon freuen. Es wird mega nice. Hallo, Lakito, hast du ein bisschen gesoffen, oder? Dann habe ich noch ein zweites Projekt für euch am Laufen. Und zwar dieses hier.
Ja, Minecraft Skykill, das YouTuber-Projekt für Minecraft haben. Auf jeden Fall müsst ihr 30 Abonnenten haben, um in diesem Projekt mitzumachen. Alle wichtigen Informationen gibt es in dieser Homepage hier. Link ist natürlich in der Beschreibung. Und da könnt ihr euch Regeln durchlesen, was man da auch ungefähr machen muss und dies, das hast du nicht gesehen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es weiterlaufen mit den aktuellen Scheiße-Plattformen, was wir haben. Da unter anderem ist ja Mario Kart 8 und Mario Kart 8 wird weiterhin bleiben. Also das werde ich bis zum bitteren Ende durchziehen. Weil es macht mir eigentlich Spaß, News-Plattform mit Mario Kart 8 zu machen. Ja. Das werde ich auch höchstwahrscheinlich, ja, das werde ich halt weitermachen, bis Mario Kart 9 rauskommt. Dann mache ich es in Mario Kart 9 weiter. Splatoon ist so eine Sache. Ja, ich werde es selten hochladen wieder. Ja, warum das Ganze? Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich livestreame, will ich es lieber auf dem Livestream haben. Statt, was mit dem passiert? Statt, Dings zu haben. So, Parts, nein, wehe! Hä? Okay. Läuft bei dem. Also eher das kommt zu tun in Livestreams, weil es für mich mehr mal Spaß macht und ich hoffe für euch auch. Aber es wird noch Parts geben, hin und wieder. Dann kommen wir zu Tank, Tank, Tank. Ja, das kleine Mini-Projekt, das ich ja gestartet habe, soll ja ein bisschen Abwechslung in meinen Kanal bringen. Dieses wird momentan es wird noch weiterlaufen. Wird höchstwahrscheinlich morgen ein Part online kommen. Also es kommt auch, aber auch wieder ein bisschen seltener, weil ich möchte gerne New Super Mario Bros. U nun fertig bekommen. Und dann eben mit Mario Party 10 anfangen. Und ich schätze, nach Mario Party 10, wenn wir das haben, läuft ja nebenbei noch das Minecraft-Projekt. Und ich schätze mal, dass wir das höchstwahrscheinlich vor den Switch-Release machen oder fertig bekommen. Und dann muss ich ja noch ein anderes Projekt machen und das verrate ich jetzt nicht, was ich da geplant habe als nächstes Projekt. Da die Switch-Titel, die mich auch interessieren, wie zum Beispiel Super 3D Mario oder eben auch das Rabbids Mario Ding Boomster, das werde ich auch spielen. Scheiße, Betrug, Alter. Bin mal gespannt, was es wird. Ja, und auf den Rest abwarten. Es wird ihr dann sehen, was da kommt. Auf jeden Fall werde ich mich auch mehr, das haben wir festgenommen, mehr mit YouTubern ein bisschen beschäftigen. Also mehr ein bisschen unternehmen, aufnehmen. Das haben wir vorgenommen für 2017 unbedingt. Und sonst passt es eigentlich. Boah, Alter, der kommt mir so nah, ne? Wurde er getroffen? Nein, scheiße. Hä? Okay, tschüss, Rote. Verdammt. Ja. Okay, das war's eigentlich schon im Ganzen. Wie bereits gesagt, die Gewinner sollen unbedingt unter den Kommentar ihre Hausnummer und Straße und wo sie wohnen hinschreiben. Wenn sie sich innerhalb nicht in 2 Tagen melden, wird der neue Gewinner gezogen. Und ich sage, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!